Hallo. Wie ihr vielleicht wisst, arbeite ich gerne manchmal im Stehen. Das finden manche Leute merkwürdig, deshalb ist es mir lieber, wenn es einen offensichtlichen Grund gibt, wie zum Beispiel, dass alle Plätze besetzt sind. Nun habe ich einen neuen Grund gefunden, um zu stehen. Stand-up-Comedy. Ich fand, dass wir in der Firma, an der ich arbeite, nicht genug Probleme mit Computern, Software und Hardware haben. Deswegen habe ich zu unserer Weihnachtsfeier ein paar mehr mitgebracht, die ich nun hier mit euch teile. Schon immer haben mich regelmäßig Leute um Hilfe bei technischen Problemen gefragt. Zum Beispiel die Großeltern, die Eltern meines Vaters, die nebenan wohnten, kamen öfters mit Problemen rüber. Manchmal kümmerte sich mein Vater drum, manchmal ich. Eines Tages hatten sie ein Problem mit einem Fernsehkanal. Okay, sagte ich schaue mir das an. Es klang so, als wäre ein Kanal verschwunden. Ich schaltete durch. Da war doch der Sender. Ich sagte, ja, hier ist doch der Kanal. Und sie sagten, ja, aber da ist jetzt so ein Plus hinter dem Namen. Das war vorher nicht. Ich versicherte ihnen, dass alles in Ordnung war, solange sie ihr Programm schauen konnten. Ich erzählte meinem Vater davon und er schüttelte nur den Kopf. Wollen Sie uns etwa beschäftigen? Aber im Nachhinein denke ich, da muss man Verständnis für haben. Das ist vielleicht für uns junge, technisch versierte Leute nicht ganz nachvollziehbar. Meine Großeltern sind alt. Die haben noch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Da kann das plötzliche Erscheinen eines Kreuzsymbols schon für Unbehagen sorgen. Mein Vater hatte früher so einen PDA. Kennt noch jemand diese PDA, solche Taschenorganizer? Die sahen aus wie ein Smartphone, da konnte man Termine eintragen, Notizen machen. Ich meine, man konnte sie auch als Navigationssystem benutzen. Ich merke schon, warum sie keiner kennt. Stellt euch vor, wie ein Smartphone, nur mit Stift. Eines Nachts, morgens gegen 3, kam er in mein Zimmer und sagte, ich hatte alle meine Schichtpläne hier eingegeben und als er festging, habe ich das System in den Auslieferungszustand zurückversetzt. Jetzt sind meine Daten weg. Kannst du sie wiederherstellen? Ich ganz verschlafen. Was? An dieser Stelle kann ich die Projektleiter, die beispielsweise Kunden in den USA betreuen, beruhigen. Dass der Kunde mitten in der Nacht mit einer dringenden Anfrage kommt, das kann einem auch in der gleichen Zeitzone passieren. Übrigens stand im Handbuch, dass man mit Zurücksetzen des Geräts in den Auslieferungszustand auch alle Daten verliert. Das hatte er gelesen, aber er dachte, ich könnte da trotzdem was machen. Mit sowas fängt man besser gar nicht erst an. Man muss sich seine Kunden auch ein bisschen erziehen. Strafe muss sein. Seit ich von zu Hause ausgezogen bin, ist mein Bruder in der Hierarchie aufgerückt. Einmal kam eine Nachbarin rüber und hat um Hilfe gebeten. Der Computer spielte keinen Ton mehr ab. Das klang ja einfach, das würde mein Bruder schaffen. Aber er blieb mehrere Stunden weg. Diese Nachbarn waren so die typischen beinahe Nicht-Internetnutzer. Mein Bruder kam nach 3 Tagen, gefühlt, zurück und sagte, bei denen ist voll die Katastrophe. Die haben mehrere kostenpflichtige Antivirus-Programme installiert, die sich gegenseitig bekriegen. Du bist der Virus, du bist der Virus, du bist der Virus. Nein, ihr seid beide die Viren. Die habe ich erstmal entfernt und die Abos gekündigt. Dann haben sie bei jeder Installation alle Haken drin gelassen. Es hatten sich so viele von diesen Browser-Toolbars installiert, dass das Internet nur noch so klein war. Die habe ich erstmal alle entfernt. Die waren teilweise sehr hartnäckig. Er war nur kurz rübergekommen, um ein Kabel zu holen. Mit dem wollte er irgendwas ausprobieren. Dann ist er wieder gegangen, um sich um den Rest der Katastrophe zu kümmern. Schließlich kam er zurück. Die Nachbarin war überglücklich und hat ihn zum Dank mit Geschenken überhäuft. Beispielsweise mit einem Mikrofon. Das lag nur herum, weil sie nicht wussten, wie man es benutzte. Aber dann dachte ich, das war wohl nicht ganz uneigennützig. Sie wollen sich wohl eine Tür für zukünftigen Remote-Support freihalten. Ach, wegen dem Ton, das war irgendeine Kleinigkeit. Da hatte der Haken in den Einstellungen gefehlt. Einmal war ich auf dem Weg zu einem Kurs. Ich war als Erste da, zum Kurs Bestands- und Content Management. Ich habe die Professorin mal gefragt, warum das so heißt. Da gibt es doch diese Content Management Systeme. Was hat denn Bestands- und Content Management mit Content Management Systemen zu tun? Die Professorin sagte, gar nichts. Das heißt so, weil es cool klingt. Diese Professorin kam mir aufgeregt aus der Tür entgegengelaufen. Gut, dass Sie da sind. Ich brauche Ihre Hilfe, den Beamer am Computer anzuschließen.
Sie führte mich in den Raum und zeigte mir, was sie versucht hatte. »Hier, ich habe dieses Kabel bereits angeschlossen und den Stecker eingesteckt.« Ich greife das lose Ende der Tastatur, werfe einen fachkundigen Blick auf die Situation und erkenne, da steht überhaupt kein Computer. Das ist für die Schlaumeier, die behaupten, ohne Computer hätten wir weniger Probleme. Ich bin anderer Meinung. Das E-Learning-System war auch so eine Sache. Um in einen Kurs zu kommen, brauchte man jeweils einen Schlüssel. Ich habe schnell gemerkt, dass sich der Standardschlüssel zusammensetzt aus dem Kursnamen, dem Semester und der Fakultät, jeweils mit Unterstrich getrennt. Eines Tages wollte uns die Dozentin für Public Relations Zugriff auf ihren Kurs geben, aber sie schickte den falschen Schlüssel. Ich antwortete ihr sogleich per Mail: Das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber der Schlüssel, den Sie uns geschickt haben, ist falsch. Der richtige ist dieser hier. Sie fragte, woher ich das wüsste. Da ich im Unterricht öfters Dinge so sagte, wie sie sich dachte, habe ich angefangen zu behaupten, ich wäre ihr externes Gehirn. Also habe ich auch diesmal gesagt, dass ich den Kursschlüssel kenne, weil ich ihr externes Gehirn bin. Einmal habe ich in einem Kurs herausgefunden, dass man das Upload-Datum einer Datei beim Upload verändern kann. Dann saß ich plötzlich im Kurs, englischsprachig, ganz überrascht tuend: Oh, I uploaded my file tomorrow. Die Leute guckten verwirrt. Wir kamen schließlich darüber überein, dass meine Datei inhaltlich nicht optimal war. Also sagte ich: No problem, I will delete it yesterday. Dann hatte ich ein Praktikum in einer Filmproduktionsfirma. Die Damen waren super darin, Filme zu machen, aber über Computer wussten sie nur gerade genug, dass sie ihnen nicht ständig im Weg waren. Und wenn doch, dann fragten sie mich: Annika, ich bekomme die Werbung im Internet Explorer nicht mehr weg, die verdeckt alles. Drück F11, du bist im Vollbild. Annika, ich kann in Word nichts mehr bearbeiten. Du hast die Datei mit Schreibschutz geöffnet. Annika, ich habe die Hälfte der Kontaktdaten aus der Datenbank gelöscht, die Datei geschlossen und wieder geöffnet und die Daten sind immer noch weg. Kannst du sie wiederherstellen? Nein. Du kannst doch sonst immer alles. Ja, aber Strafe muss sein. Eine Kollegin jammerte im Nebenraum: Och Menno, ich bin zu blöd, um in Excel eine Zeile in die Tabelle einzufügen. Sie rief nach einer anderen Kollegin: Franzi, hilf mir! Ich bin zu blöd, um in Excel eine Zeile in die Tabelle einzufügen. Die Kollegin kam herüber, lachte und sagte: Kein Wunder, das da ist ja auch Word. Eines Tages wollten die Damen einen Screenshot machen. Ich fragte: Soll ich euch helfen? Nein, nein, wir schaffen das schon. Sie hatten die Idee, den Screenshot mit dem Fotoapparat zu machen. Ich sagte: Sowas macht man nicht. Das sieht aus, als wüsstet ihr nicht, wie man einen Screenshot macht. Nein, nein, warte, das wird ein neues Stilmittel. Sie probierten eine Weile mit dem Fotoapparat herum. Dann sagten sie: Das sieht wirklich nicht so gut aus. Annika, kannst du uns helfen, einen Screenshot zu machen? Natürlich. Als ich studentische Hilfskraft an der Uni war, hat mir ein Kollege lustige Sachen erzählt. Hier habe ich einen Witz wegen Vertraulichkeit rausgenommen, da ich keinen Ärger dafür bekommen will, dass ich mich über die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen an der Uni öffentlich lustig mache. Aber diesen hier kann ich erzählen. Einmal wollte er mit einem Professor einen Termin ausmachen. Der Professor fragte: Ja, wann haben Sie denn Zeit? Wie wäre morgen? Der Kollege sagte: Nein, morgen ist Samstag, da geht es nicht. Am Wochenende ist die Uni zu. Daraufhin der Professor: Ach so. Dann halt übermorgen. Einmal war ich bei einer Konferenz. Das war nach meinem Master. Deswegen hatte ich keinen Zugang zum WLAN der Uni mehr. Ich sprach einen ehemaligen Kollegen an, der für die Konferenz zuständig war, und sagte: Ich brauche Zugang zum WLAN, damit ich die Kursmaterialien online abrufen kann. Er sagte: Kein Problem. Schreib mir einfach eine E-Mail. Die zweite Hälfte meiner Nummer besteht aus firmeninternen Witzen. Da habe ich sie wegen Vertraulichkeit ebenfalls rausgenommen. Tja, Freunde, es gibt im Internet eben doch nicht alles. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit euren Empfangsgeräten.